Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch von einem Flug in ferne Galaxien träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 506. Gute-Nacht-Geschichte. Es ist endlich Freitag. Ich freue mich mit euch gemeinsam auf das Wochenende. Und das kommt viel, viel schneller, wenn wir uns recken und strecken. Macht alle mit und nehmt jetzt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch dort eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, ihr findet heute die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Seid ihr bereit für die Gute-Nacht-Geschichte? Na dann starten wir. Hier ist die Episode 506 von Ab ins Bett für Freitagabend, den 14. Januar. Raffi und das traumhafte Raumschiff. Raffi ist ein ganz normaler Junge. Er liebt es, in seinem Zimmer zu spielen. Am liebsten bastelt er aus Bausteinen, natürlich Raumschiffe. Denn Raffi ist fasziniert, nicht nur von Raumschiffen, auch von fernen Planeten, fremden Galaxien und überhaupt vom ganzen Universum. An einem Freitagabend, es könnte der heutige Freitag sein, kommt Raffi gar nicht zur Ruhe. Er sitzt in seinem Zimmer und er baut und baut und baut. Mama hat schon dreimal zu ihm gesagt, er soll nun endlich Zähne putzen gehen und dann ab ins Bett. Doch er ist noch nicht fertig. Raffi baut noch weiter an seinem Raumschiff. Und dieses Raumschiff hat es in sich. So ein schönes und großes Raumschiff hat Raffi noch nie gebaut. Man könnte meinen, er will ein so großes Raumschiff bauen, dass er selber damit wegfliegen kann und eine ferne Galaxie entdeckt. Raffi wird langsam müde. Seiner Mama zuliebe putzt er Zähne, legt sich danach ins Bett. Doch es dauert keine 2 Minuten. Dann sitzt er wieder am Boden und er baut wieder an seinem Raumschiff. So lang, bis er richtig doll müde ist. Doch was dann passiert, das überrascht ihn. Raffi öffnet die Augen und er ist nicht mehr in seinem Zimmer. Er ist tatsächlich in seinem Raumschiff. Und auch das Raumschiff ist nicht mehr in seinem Zimmer. Es schwebt schwerelos im Weltall. Raffi blickt sich um und er kann die Erde erkennen. Ein großer blauer Planet. Das muss die Erde sein. Da war sich Raffi sicher. Gekonnt drückt er ein paar Tasten, legt ein paar Schalter um und zieht an einem Hebel. Das Raumschiff setzt sich in Bewegung und das in Lichtgeschwindigkeit. Raffi wird in den Sitz hineingepresst und er muss sich ganz schön festhalten, dass sein Flug im Weltraum so turbulent und so wild ist, das hätte er nicht gedacht. Sein Raumschiff ruckelt und zuckelt und überall quietscht und scheppert es. So muss es sich wohl anfühlen, wenn man mit einer ungefederten Pferdekutsche über einen holprigen Weg fährt oder über Kopfsteinpflaster. Raffi hat ganz schön Mühe, sein Raumschiff in der richtigen Bahn zu halten. Er lenkt es zwischen Planeten hin und her und nun weicht er sogar einem Kometen aus. Nicht, dass dieser Komet das Raumschiff trifft und er am Ende ohne Raumschiff dasteht. Wie sollte Raffi sonst nach Hause kommen? Und schließlich möchte er nach Hause, denn er möchte allen erzählen, was er entdeckt hat. Aber was hat er denn entdeckt? Bisher noch nichts. Aber lange musste Raffi nicht warten. Er sah nämlich einen Planeten, der der Erde zum Verwechseln ähnlich aussah. Er war auch ganz blau. Es gab Wasser, es gab Erde
Und dieser außergewöhnliche Platz muss unbedingt erkundet werden. Das Raumschiff landete Raffi so, als hätte er es schon 10.000 Mal gemacht, sehr souverän, gekonnt und wie ein echter Meisterpilot. Er war ja auch nicht nur Pilot, sondern auch Astronaut. Und das machte Raffi stolz. Diesen Planeten hat vorher noch nie ein Mensch betreten. Da war er sich sicher. Überhaupt wusste gar kein Mensch, dass es diesen Planeten gibt. Vielleicht nennt er ihn einfach den Planeten Raffi. Das klingt gut. Mit seinem selbstgebauten Raumschiff hat er nun also einen neuen Planeten entdeckt. Vielleicht machen wir alle da mal Urlaub, denkt sich Raffi. Oder vielleicht wandern wir irgendwann hierhin aus, zumindest wenn es eine Schule gibt. Dann, aber auch nur dann, wenn alle Freunde mitkommen. Für heute hat Raffi genug. Ein neuer Planet ist entdeckt. Und morgen nimmt er sich noch etwas vor. Denn morgen wird eine neue Galaxie entdeckt. Vielleicht sogar ein zweites Universum. Was das ist, weiß Raffi nicht so genau, aber morgen wird sich Zeit finden. Jetzt geht es zurück. In Lichtgeschwindigkeit. Zurück zur Mutter Erde. Und ganz schnell in das heißgeliebte Bett. Denn Raffi ist so müde, dass ihm gleich beim Raumschiff fliegen die Augen zufallen. Und das wird doch ein kleines bisschen gefährlich. Raffi öffnet am nächsten Morgen die Augen und was er sieht, das erinnert ihn sofort an seinen Traum und das, was er heute noch vorhat. Neues zu entdecken, neue Galaxien oder ein neues Universum. Und in seinem Zimmer, da steht das traumhafte Raumschiff. Daher weiß Raffi auch, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.